Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Einen. Wir sind effizient und haben keinen Humor. Ist das wirklich so? Haben wir Deutschen wirklich keinen Humor? Ich behaupte das Gegenteil. Wir Deutschen haben Humor. Und es gibt viele verschiedene Arten von Witzen, die wir einander erzählen. Heute möchte ich euch ein paar davon vorstellen. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Entspanne dich, wenn du dieses Video schaust. Ja? Mache dir nicht so viel Druck. Entspanne dich. Immer, wenn du Deutsch lernst. Denn nur so wirst du erfolgreich Deutsch lernen können. Und so macht es auch viel mehr Spaß. Es streiten sich ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher, wer die komplizierteste Sprache hat. Der Franzose: Mon Dieu, natürlich wir Franzosen. Wir schreiben M-O-N-S-I-E-U-R und wir sagen Monsieur. Der Engländer: Well, wir Briten erheben Anspruch auf den Titel. Wir schreiben Elevator und sagen Lift. Der Deutsche: Das ist einfach. Natürlich sind wir Deutschen die Sieger. Wir schreiben, entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren letzten Satz nicht verstanden. Würden Sie so nett sein und den bitte wiederholen? Und wir sagen, hä? Was für Witze erzählen sich die Deutschen? Ich werde dir mehrere Witze-Kategorien vorstellen. Ich werde dir mehrere Arten von Witze vorstellen. Zum einen gibt es die Sprachwitze, die leider am schwierigsten für Deutschlerner zu verstehen sind. Aber ich denke, diesen Witz kannst du eventuell verstehen. Welche Rollenspiel Rasse sagt dir auch die Uhrzeit an. 10:30. Ein Halbelf ist eine Rollenspielrasse, eine Mischung aus einem Elf und einem anderen Wesen, meistens einem Mensch. Aber Halbelf heißt auch 10:30 Uhr. Dann machen die Deutschen auch sehr gerne Witze über sich selbst. Zum Beispiel: Ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer schneller ein Haus bauen kann. Nach 4 Wochen meldet sich der Ami. Noch 14 Tage und ich bin fertig, antwortet der Deutsche. Noch 14 Formulare und dann fange ich an. Wir erzählen uns auch sehr gerne Doktorwitze. Natalie hat in der Facebook-Gruppe einen sehr guten gepostet. Herr Doktor, ich sehe überall blaue Elefanten. Haben Sie schon einen Psychologen aufgesucht? Nein, nur blaue Elefanten. Ein anderer Doktorwitz lautet: Herr Doktor, alle ignorieren mich. Der nächste bitte. Herr Doktor, wenn ich auf den Kopf drücke, tut's weh. Wenn ich aufs Bein drücke, tut's weh. Wenn ich auf den Bauch drücke, tut's weh. Und wenn ich auf den Arm drücke, tut's weh. Ja, da haben Sie sich wohl den Finger gebrochen. Patient: Herr Doktor, ich verliere langsam das Gedächtnis. Doktor:
Seit wann? Patient: Seit wann was? Sehr beliebt sind auch die Ostfriesenwitze. Ostfriesland ist ein Gebiet im Nordwesten Deutschlands an der Nordsee. Diese Witze basieren oft darauf, dass die Ostfriesen dumm seien. Aber nicht immer. Die Ostfriesenwitze entstanden durch Neckereien an einer Schule im benachbarten Ammerland. Auf diese Schule gingen nämlich auch Ostfriesen. In den 60er Jahren verbreiteten sich diese Witze in ganz Deutschland. Warum sieht man Ostfriesen niemals Brezeln essen? Sie bekommen den Knoten nicht auf. Genauso wie wir uns über die Ostfriesen lustig machen, machen wir uns auch über die Ossis und Wessis lustig. Die Ossis sind diejenigen, die früher in der DDR gelebt haben, beziehungsweise jetzt in den sogenannten neuen Bundesländern leben. Und die Wessis sind die Deutschen, die im Westen leben. Diese Witze basieren darauf, dass entweder der Ossi dumm ist oder der Wessi dumm ist, je nachdem, aus welcher Region man kommt. Sehr beliebt, vor allem bei Kindern, sind die Fritzchenwitze und die Häschenwitze. Fritzchen ist ein bisschen dumm und manchmal ein bisschen frech. Lehrerin: Fritzchen, nenne mir bitte 5 Tiere aus Afrika. Fritzchen: 2 Löwen und 3 Elefanten. Der Lehrer fragt Fritzchen: Wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben? Nach längerem Nachdenken kommt die Antwort: Unten rechts. Ja, weil man einen Vertrag immer unten rechts unterschreibt. Ich kenne leider keinen guten Häschenwitz, beziehungsweise ich denke, alle Häschenwitze sind ein bisschen seltsam. Das Häschen geht immer in Geschäfte und fragt nach Möhren oder anderen Dingen. Er spricht nicht gut Deutsch und sagt nicht: Hast du Möhren? Sondern: Hast du Möhren? Das Häschen ist immer sehr lästig. So lästig, dass die anderen dem Häschen sogar Gewalt androhen. Dann gibt es die Radio-Jerewan- oder Sender-Jerewan-Witze. Diese Witze waren sehr beliebt in der DDR, um die staatliche Propaganda zu kritisieren. Der Witz fängt immer so an, dass eine Frage an den Radiosender Jerewan gestellt wird und die Antwort immer lautet: Im Prinzip ja oder im Prinzip nein. Zum Beispiel: Anfrage an Radio Jerewan. Stimmt es, dass Ivan Ivanovich in der Lotterie ein rotes Auto gewonnen hat? Antwort: Im Prinzip ja. Aber es war nicht Ivan Ivanovich, sondern Piotr Petrovich. Und es war kein rotes Auto, sondern ein blaues Fahrrad. Und er hat es nicht gewonnen, sondern es ist ihm gestohlen worden. Alles andere stimmt. Anfrage an Radio Jerewan: Gibt es in der Sowjetunion eine Pressezensur?
Im Prinzip nein. Es ist uns aber leider nicht möglich, auf diese Frage näher einzugehen. Anfrage an Radio Jerewan. Könnte man auch in der Schweiz den Sozialismus einführen? Im Prinzip ja, aber es wäre schade um das schöne Land. Heutzutage haben wir stattdessen deine Mutterwitze. Solche Witze sind vor allem bei Jugendlichen beliebt. Diese Witze basieren darauf, deine Mutter schlecht zu machen. Solche Witze sollten aber nicht persönlich genommen werden. Deine Mutter ist so hässlich. Wenn sie einen Bumerang wirft, weigert sich dieser, zurückzukommen. Chuck Norris hat Angst vor deiner Mutter. Deine Mutter macht 3 Diäten auf einmal. Von einer alleine wird sie nicht satt. Und das sind nur die harmlosesten deine Mutterwitze, die ich finden konnte. Ich hoffe, du fandest dieses Video unterhaltsam. Ich hoffe, ich konnte dich ab und zu mal zum Lachen bringen. Und wenn nicht, dann weißt du jetzt wenigstens, dass die Deutschen wirklich nicht witzig sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Hat dir dieses Video gefallen? Bist du in Foren unterwegs oder in Facebook-Gruppen oder in anderen Gemeinschaften, in denen es darum geht, Deutsch zu lernen? Nun, mir würde es sehr viel helfen, wenn du in diesen Foren oder Gruppen meine Videos teilen könntest. Ja? Also wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn du ein Lieblingsvideo von mir hast und davon sehr viel profitiert hast und mit mir Deutsch lernst, dann fände ich das toll, wenn du sie teilen könntest. Ja? Teile sie mit deinen Freunden, teile sie in Gruppen, teile sie in jeder Gemeinschaft von Deutschlernenden, in denen du dich befindest. Wenn du vielleicht zu einem Deutschkurs gehst, ja, dann kannst du auch meine Videos teilen und das fände ich total super, wenn du den Leuten von mir erzählen würdest. Okay? Das würde mir sehr viel helfen und ich wäre dir total dankbar dafür. Danke schon mal im Voraus und wir sehen uns morgen. Tschüss!